Ja, hallo zusammen, Ashmer hier. Willkommen zur zweiten Folge von Lego Star Wars Das Erwachen der Macht. Entsprechend bin ich auch nicht alleine da. Ich bin mit meinem Gefängniswärter unterwegs, der mich tritt und schlägt und haut. Au! Total misshandelt. Ja, weil wir haben nämlich letzte Episode quasi in Gefangenschaft zu Ende gehen lassen. Und dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was sich aus unserer prekären Situation hier entwickelt. Wenn wir beide das unschuldige Dorf jetzt von seinen Legosteinen befreien und die einfach alles plündern. Wenn ich ja nur mit meinen Fesseln hier rumschlagen kann. Was du da jetzt schon wieder? Ich weiß nicht. Du puzzelst da einfach mal ein bisschen rum. Das scheint ja funktioniert zu haben. Ja, irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass ich die machen muss. Die Stormtrooper. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Bin ja auch selber einer. Irgendwie hast du das alles schon gemacht, was die von dir wollen. Ja, da war ein dicker Pfeil oben drüber, war jetzt nicht so schwer dahin zu finden. Stell dir das mal im wahren Leben vor, wenn überall, wo du hingehen musst, ein großer Pfeil ist. Also du stehst morgens auf, verlässt das Haus, willst zur Arbeit und einfach ein mega gigantischer Pfeil zeigt das hin, wo du musst. Lustiger, wenn das so Goldstücke gäbe, denen du hinterherläufst. Goldstücke? Ja, du kannst doch später, du hast doch diese blauen Legosteine und die kannst du doch später umwandeln in Goldstücke. Naja, das ist ja quasi so der Hänsel- und Gretel-Effekt, ne? So mit dem Brotkrumen. Das könnte man ja zum Beispiel im wahren Leben haben. Ja, da musst du irgendjemanden bezahlen, der halt morgens, weiß ich, eine halbe Stunde oder so vor dir schon mal von deinem Haus zur Arbeit fährt und einfach so ein bisschen Brot oder Geld auf den Boden wirft. Bitte halt nur den Nebeneffekt, du musst halt schnell sein, bevor es irgendjemand anders aufsammelt und du halt deinen Weg nicht mehr findest. Hätte wahrscheinlich auch einen schönen Effekt, wenn du versuchst, deinem Arbeitgeber das dann zu erklären, warum du jetzt so spät zur Arbeit gekommen bist. Oh, so, ich habe jetzt aber auch nicht wirklich aufgepasst, was der Text uns hier sagen wollte. Weiß nicht, weißt du das? Nö, aber okay. Standard. Wir werden es schon rausfinden. Die Geschichte ist ja meistens nicht so kompliziert, also von daher. Ja, bisher war es ja auch Star Wars einfach nur. Also, ich war jetzt nicht... Das sagt das Spiel eigentlich schon, aber ja. Ja gut, aber manchmal gibt es ja auch so Abwandlungen. Womit werde ich hier gefoltert? Mit Federn? Also, ja. Well then, if it's on Jakku, we'll soon have it. I leave that to you. Ja, das ist schon eine reine Folter hier. Sauber gemacht zwischendrin. Sonst würdest du den ja zwischen den anderen nicht erkennen. Dann ist die Story scheiße. Also ich mache erstmal alles kaputt, ja. Also ich glaube, das scheint ja keinen zu stören, wenn der Gefangene erstmal ein bisschen frei herumläuft. Und ja, und ich hier auch alles zerstöre. Ja. Das höre ich nochmal. Was passiert hier eigentlich mit? Oh, oh, die greifen uns an. Warum greifen die uns an? Weil ich sie angegriffen. Warum tust du sowas? Warum nicht? Ist doch egal. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich hier kämpfe oder tanze.
Wenn ich mir so mal mein Bewegungsspektrum hier anschaue. Sieht es nämlich eher nach Tanzen aus, aber man kann ja auch beim Tanzen kämpfen oder beim Kämpfen tanzen oder in jeglicher beliebigen Reihenfolge. Bei manchen Paaren sieht das Tanzen ja auch eher aus wie ein Kampf, also von daher. Hm? Gut, dass sie das nicht verstanden hat. Doch, aber ich bin hier noch beschäftigt. Wie kann ich das hier nicht wegschieben? Ah, ich muss zusammen machen. Das heißt, du kommst ohne deinen Gefangenen hier nicht raus? Ne, das ist aber eine. Genau, helf mir doch mal. Kannst mich doch nicht hier alleine arbeiten lassen. Ich helfe dir doch. Oh, ob das nicht Ärger gibt. Ah ne, das sollte so. Okay. Dann ist ja alles gut. Scheint ja alles richtig zu machen. Weil wir dort lang gehen, wo wir nur zu zweit hinkommen. Ego-Steine! Nein! Oh, ich hab noch bekommen. Hallo. Kannst mich doch nicht hier zurücklassen. Lass mich nicht alleine. We should create a distraction so we can get across to that TIE fighter. It's okay, I have a plan. We can use that speeder. Not unless we charge it up first. Was brauchen wir im Plan? Wir haben doch eh schon die komplette Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Protocol droids aren't exactly athletes. Also ich muss ja sagen, ich bin ja schon ganz schön mächtig, ne? Also mit meinen bloßen Fäusten haue ich hier die dicksten Metallcontainer auseinander. Yay, wir machen ihn wach. Toll. In Ruinen. How can I assist you, sir? Ach, du hast hier schon den da hinten dran. Du kriegst auch nichts mit, oder? Jetzt muss ich auswählen. Achso, nee, doch. Ach, fertig. Ah, okay. Der Reihenfolge nach. This stormtrooper requires that you charge up that speeder. Ja, dann. Orders are orders. There. I should inform you that he said the drive unit is malfunctioning, so there may be unforeseen consequences to charging it. Gut zu wissen. Dann haben wir. Oh, da hinten ist der rote Stein! Wo? Ah, rechts. Ich gesehen. Was denn? We have intruders in the hangar bay. All units converge on their position. You know the idea of a distraction is to draw attention away from us, right? Do not let them escape. All TIE fighters are in lockdown. We have to get up to that control room to release the TIE fighter. Hey, hast du das gerade? Du hast es gerade wieder zerstört, Schatz. Ja, wenn du den roten Stein haben willst, dann lass es vielleicht mal einfach. Jetzt. Das ist, wenn ich es eigentlich jetzt kaputt mache. Tschüss, du Idiot. Ich fliege jetzt alleine raus. Oh, verdammt. Du siehst irgendwie nicht sehr amüsiert aus. Im Ärger gibt's erst im Nachgang. So, und jetzt? Ja, du musst mal unten bleiben, glaube ich. Du musst wahrscheinlich das Ding hier oben irgendwie aufmachen. The intruders are attempting to access the control room. All nearby units respond. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst unten bleiben? Wir brauchen nur einen hier oben. Ich war zuerst da.
und bleib bald da oben. Hä? Wo ist denn das Ding jetzt hin? Also, wir müssen sie ja erst wieder deinstallieren. Muss man hier damit nicht noch was machen? Es leuchtet so lustig. Wir müssen doch das Ding da dran schießen. Ach so. Deswegen habe ich ja gesagt, bleib unten. Aber nö. Jetzt würde ich dir mal zuhören. Sind wir doch wieder beide hoch, oder was? Na. Noch hoch geschafft? Ja. Land. We have a breach in the control room. Prepare for attack. Stop them! You gotta free up the fighter. I don't have the access code. Was, wir haben wirklich ein Passwort-Meeting dabei. My fighter's free. Let's go! Ist ja auch so wahnsinnig kompliziert, dieses Passwort. There's a lift through the back. Let's go. Irgendwie ist er durch mich durchgelaufen. Durch dich durchgegangen. Ich war quasi Luft für ihn. Ich glaube, ich werde hier nicht ernst genommen. Also irgendwie scheinen die Spaß damit zu haben, ihr eigenes Raumschiff in die Luft zu jagen können. Also, hallo! Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht, warum man hier in Deckung gehen müsste. Da vorne ist was zum Schießen. Ich meine zum... Sag mal, kommt man hier auch irgendwie aus dieser Deckung raus? Nee. Ich glaube nicht. Wir müssen erst irgendwas abschießen. Da hinten ist glaube ich noch... Ja genau, da ist noch einer. Wo denn? Ja, feige Hund. Der hier geschützt ist, oder? Stirb! Der jetzt gerade so ein paar Steckringen rannte. Jetzt lauf nicht hin und her, sondern schieß, du dumme Beute. Deine immer größere Geschosse hier. Thanks! I should be able to scan it up close. Das musst du machen. Wieder das, wo du die Schwachstelle erkennen musst. Hit it where it hurts. Ich weiß ja nicht, wo das Ding da hinschießt, aber okay. Du musst es wahrscheinlich nochmal an der anderen Seite machen. Ah. Macht zumindest Sinn. Interessanterweise tut es das wirklich. Weil man sagen muss, man hat so ein bisschen das Gefühl, man würde Uncharted spielen mit Poe. Ein bisschen so ähnlich aussehen wie Nathan Drake.
If we make it out of this hangar, I'll show you. So, haben wir jetzt endlich unsere Fluchtmöglichkeit gefunden hier, oder? Haben wir noch irgendwas zu tun? Anscheinend lassen die Jungs uns da drüben einfach mal in Ruhe. Okay, kann ich mit leben. Jetzt doch nicht mehr. Weiß mich ja schon so ein bisschen wundern, dass die so viele Geschütze in ihrem Landehangar haben. Bist du? Kann man hier irgendwie in irgendeiner Weise lenken? Ich glaube, man kann nur schießen, oder? So, ja, ich kann zielen, nicht wirklich lenken. Ja, yeah, ich meine ja, dass man nur schießen kann, also beim Schießen halt. Oh. Zielen, aber. Reicht doch. Schießt sie überhaupt irgendwas zurück? Na. Unwichtig. Das Gefühl, dass die gerade gar nicht schießen. Doch, die schießen. Geht das Ding da irgendwie mal kaputt? Ah, jetzt. Okay. Tschüss! Diese... Das sind die TIE Fighter, oder? Ja. Die sehen immer aus wie Kabelrollen. Ist aufgefallen. Nicht? Nein. Did you see that? 30. I saw it. Hey, what's your name? You come on, Miss Sam. What? That's the only name they ever gave me. Well, I ain't using it. And Finn, Finn, I'm gonna call you Finn, is that alright? Finn. Yeah. Finn, I like that. I like that. I'm Poe, Poe Dameron. Good to meet you, Poe. Good to meet you too, Finn. Oops. Mein Fehler. Hast du das? Also ich steuere das Ding auf jeden Fall. Ach so. Also kannst du nur die Kanone steuern, oder? Ja, ich schieße auf jeden Fall hier rum. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich bin mir jetzt aber nicht so wirklich ganz sicher, was wir hier eigentlich... Ja, die gelben Dinger. Ach so, die gelben. Okay. Ja, zumindest wird da runtergezählt, weil... Aber vielleicht... Mein Fehler. Ja, was denn wir sonst, wenn du nur... fährst, fliegst? Oh, das ist interessanter. Was wird das denn jetzt hier? Raketen. I cannot see our blasters dead in that thing. Keep an eye out for Special Forces TIE Fighters. They carry torpedoes. Whoa, more fighters incoming! Was habe ich jetzt hier alles eingesammelt? Jetzt nicht ganz verstanden, was gerade passiert ist. Also, wir müssen jetzt hier durch die Ziele durchfliegen, oder was? Nee, nee. Momentchen mal. Ich weiß auch immer gar nicht, in welche Richtung du gerade fliegst. Ich mag die Wand. Irgendwas war 2 von 5 gerade. Okay. Irgendwas habe ich abgeschossen, glaube ich. Was müssen wir jetzt hier mitmachen? Gar nichts, oder? Wenn ich hier dadurch fliegen muss? Ändert sich auch irgendwie ständig hier. So, Versuch 37580. 3 von 5. Ich weiß nicht, was ich da abschieße, aber irgendwas war gerade 3 von 5. Ich schaffe es einfach nicht, durch dieses Ding durchzufliegen. Das ist unmöglich. Wo ich denn jetzt?
Ach, hier kannst du eine Kehrtwende machen, ne? Das ist immer gut zu wissen. 4 von 5. Irgendwas schießt ja, ich da. Ja, schießt du einfach das Zeug da ab. Ich versuche derzeit hier diesen Parcours da durchzufliegen. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Ich habe da wenig Hoffnung. Du hast da wenig Hoffnung? Ja. Danke. Achso, habe ich 5 von 5 erwischt. Sieht doch jetzt schon mal viel besser aus als gerade eben, ne? Ich habe schon mal weiter geschafft als vorher. Ich hatte 5 von 5, aber ich weiß nicht, was ich 5 von 5 hatte und ob das Ziel bringt. Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Ich hab's geschafft! Und war das das Ziel bringt? War mit Minikit bekommen. Ah. Also ja. Ich glaube, wir müssen jetzt mal das dicke Ding da kaputt schießen. So ein Torpedos. Welches Ding? Bitte. Weißt du, wie man Torpedos abschießt? Kreis oder Viereck? Ja, ich glaube, wir haben gerade keine. Das ist das Problem. Aber wir können uns hier welche holen. So. Ja, Kreis. Das war auf jeden Fall schon mal ein Schuss. Richtig. Okay, so, jetzt sind wir noch langsam wieder am Rennen hier. Wir brauchen mehr Torpedos. Haben da noch welche? Aber war das Ding nicht. Das war doch noch gar nicht kaputt, oder? Ne, das dicke Ding da in der Mitte ist noch nicht kaputt. Welches meinst du jetzt mit dem dicken Ding? Das, was ich gerade abgeschossen habe. Das habe ich nicht gesehen. Kannst du das nicht sehen? Das war mitten auf dem Ding da drauf. Ja, in deinem Bildschirm, aber in meinem Bildschirm waren andere Sachen. Ja. That's right. He's a BV unit, orange and white, one of a kind. I don't care what color he is, no droid can be that important. Ich glaube, wir haben diese 30 Dinger hier abgeschossen, ne? Naja, egal. Wir müssen es ja eh nochmal machen. Oh, you gotta be kidding me. Hold tight, we got a missile on our tail. Gonna try and shake it. Bist du wieder am Fliegen? Also irgendwie hören wir den Typen gerade nicht zu, was sie so wirklich am Labern sind, oder? Ich glaube, irgendwas mit BB-8, dass die dir noch holen müssen oder so. Ja, irgendwie so, das ist genau das, was ich auch verstanden habe. It's getting close. It's no good. I can't lose it. Get ready. Ich glaube, deswegen müssen wir nochmal auf den Planeten zurück. Wie gewonnen, so dran. Was tun die da? Fighters projected a crash in the Goazon Badlands. They were going back for the droid. Send a squad to the wreckage. Wessen Oberkörper hat er denn da in der Hand? Na mein. Oh. Was muss ich hier tun? Muss ich irgendwas tun? Tante, Tante! Ja, ist okay! Oh, bei mir kommt so ein Ding raus. Es ist schön, dass bei dir so ein Ding rauskommt. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen? Du hast gefragt, wie ich was abschießen kann. Guck, da kommt ein Ding raus. Bei dir kommt also ein Ding raus und dann kannst du was abschießen, ne? Ich verstehe das richtig. Das ist schön. Du musst mal, glaube ich, dran ziehen. An dem Ding, was bei dir rauskommt, oder woran muss ich ziehen? Und hier musst du mal bauen. Oh Gott, das wird ja immer komplizierter mit dir hier. Choices, choices. What's going to distract a lugger beast? Jetzt baue ich nach links und rechts, das geht nicht. Die Sonne. Das ist aber eine flaffe Möhre. War das jetzt richtig? Anscheinend.
als wenn ich das andere gebaut hätte, hätte ich irgendwas bekommen. Verdammt. Well, we aren't climbing out of here, so we'll have to get out through that Star Destroyer wreck. Kann man die Möhre kaputt machen? Yeah, you bet you're helping. You're the reason I'm in this mess. Now be nice and don't throw me off. Du musst hier mal was machen. It's a lugger beast. Basically docile, but you don't want to be near one when it attacks. Schatz. Hm? Hier. Ja, dann. Hier. Wo ist Bier? Hier. So. Stimmt, das ist Viech, oder? Naja, fast. Zufällig auf das Viech. So, hier können wir noch nicht durch, wahrscheinlich. Aber sollten wir nicht da hinten irgendwas machen? Hier so. Ach, du kannst den auch reiten. Irgendwas muss ich ja mal können. If you want to help out, then can you charge up that circuit? Okay. Was tun wir hier eigentlich? Das Ding kaputt. Achso. Na sehr gut. Kann er nicht hoch, ich hab keine Hände. Ja, keine Arme, keine Kekse. Würde ich mal sagen. So, und jetzt? Sind wir jetzt hier? Hallo? Was war das denn jetzt? Na, da war so ein Beschleuniger. Dann schieß mal mit deinem Ding da so. Klingt jetzt aber auch komisch. Du hast damit angefangen. Ups. Was machst du denn da? Irgendwie in sowas reingeraten. Bist in was reingeraten? Für mich sah es eher aus, als wärst du aus was rausgefallen. In so einen kleinen Bug. Mhm. Kannst du wieder was bauen? Dass ich dir das immer alles vorbereiten muss. Ich bin der Baumeister. Nenn mich Bob. Wunden. You should be able to get to an astromech access panel from up there. See if you can use it to find me a way up there. Genau. Mach das, was ich dir gesagt habe. Vielleicht machst du erstmal was. Hier. Was kann ich hiermit jetzt machen? Dich verstecken. Kannst du jetzt erstmal an diesem Ding ziehen? Das kann Thrower to create 12. Ah, okay. Das war nicht so kompliziert. Doch, das war total schwierig und so. Wie genau habe ich jetzt meinen Stab wieder bekommen? Was? Wie genau habe ich gerade meinen Stab wieder bekommen? Wie dein Stab? Habe ich die Macht eingesetzt?
I told you I'd be back. I'm gonna need your help again, okay? Hop on and use this. Ich glaub, du musst wieder an den Anfang kommen und nicht da hochschießen. Irgendwie habe ich es nicht mit diesem. Wo muss ich mich hochschießen? Ganz am Anfang. Ich kann da irgendwie nicht mehr rüberspringen. Der ist doch irgendwie auch schon hier rüber geschafft. Ja, aber dann hat er mir das angezeigt. Du musst einfach nur X drücken. Ja. Ja, dann geh doch mal. Hast du schon hier den Ding drin? Ja, passe ich nicht rein. Haben wir irgendwas übersehen? Kannst du hier noch was machen? Nö. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Guck mal, wenn du hier stehst, dann wird das so angezeigt. Jetzt? Ja. Gerade eben nicht? Ja. Würde ich jetzt auch behaupten, um mich rauszureden. Gut, dass das Ding da rechts kaputt geht, wenn ich auf das Ding hier links einschlage. Die sind verbunden. Im Geiste. Und so. Döns. Jetzt hole ich wieder mein Ding raus. Du zeigst das irgendwie gerne anderen Leuten, kann das sein? Naja, das ist schon eine sehr dramatische Situation hier mit der ganzen Musik. Denn hier Tic-Tac-Toe spielt. Hier geht's wohl nicht lang. Nee, du musst hier lang. Ach, du weißt schon, wo ich hin muss? Ja. Mhm. Hier? Wer hat denn hier Tic-Tac-Toe gespielt? Das habe ich doch gerade gefragt. Was ist denn? Tito's pick these things clean. Da, hier hoch. I won't be long. Don't worry, ich bin nicht so schwer. Du weißt gar nicht, wie schwer das hier alles ist. Du kannst da noch nicht mal was zusammenbauen. Dafür kannst du dich nur hoch teleportieren. Was? Murmelst du da vor dich hin? Nix. Und jetzt? Was? Machst du mal was Sinnvolles? Ich mache hier nur sinnvolle Sachen. Du kannst einfach nur meine Genialität nicht verstehen. Mit deinem kleinen, runden Körper ohne Hirn. Zeug. Döns. Weißt Bescheid. No, I can't use that until I get the little guy up here. I'll make a way up the slope for you. All right, see if I can winch that TIE fighter up. Ich glaube, der Kaya ist irgendwie sauer auf mich. Oh.
Der Geier ist wirklich sauer auf mich. Warum auch nicht? Tschu! Hui! Guck mal, wie schnell ich bin. Ne, auch noch nicht. Hui! Da ist immer was im Weg. Spring dich mal hier rein, da. Tschu! Oh, da hätte ich nicht hingesollt. Nein! Verdammt! Aber mich erst auslachen! Das muss man jetzt nicht unbedingt mehrfach machen, Schatz. Weil dir das erst schon mal passiert ist. Tipp. Hol das Ding da drüben. Also einfach durchrollen. The exit's shut. Do you think you can open it? Wenn du mir das mal zusammenbaust, dann ja. Kann ich doch schon. Nee. Hat es nicht bis zum Ende gemacht. Dann geht's halt wieder auseinander. Ist doch ganz logisch, dass dann alles wieder zusammenbricht. Thanks. We should have a clear run from here. War schneller als du. Mhm. Das ist natürlich wichtig. Wer zuerst in dieser endlosen Wüste ist. Guck, wie sehr ich mich freue. Siehst du? Hab doch gesagt. Guck, wie sehr ich mich freue. Hast du das Spiel schon gespielt? Hat auch gesehen, wie entzückt der ist. Mhm. Where do you come from? Classified, really? Me too. Big secret. Nima outpost is that way. Stay off Kelvin Ridge. Keep away from the sinking fields in the north, you'll drown in the sand. Don't follow me. Town is that way. In the morning you go. You're welcome. Na dann. Haben wir ja toll gemacht hier. Schöne Suppe eingebockt von der Gefangenschaft in Tod abgestürzt. Abgestürzt und dann tot. Irgendwie sowas. Weil du nicht fliegen kannst. Was hast du denn schon dazu beigetragen? Die ganzen Viecher abgeschossen. Will ich jetzt auch behaupten. Sonst wären wir nicht vorangekommen. Mhm. Was bauen wir denn da? Zeug. Come on, the main settlement's not far. Na denn, wie dem auch sei, ich glaube, wir haben das Ende einer weiteren Episode hier erreicht. Von daher, ja, vielen Dank euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten. Ciao, ciao. Tschüss.